Ja, erst einmal einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Ihr habt ja schon gehört, eigentlich wäre heute die Linda Rennings hier vom Verein Heimatlos in Köln, kurz HIK, die schon seit vielen Jahren in der Obdachlosenarbeit tätig sind und ich seit dem ersten Lock dort mit eingestiegen bin. Ein bisschen Hintergrund zu mir. Ich bin Streetworker, also Sozialarbeiter, aber eben auch Anti-Aggressionsträger, Trainer. Und ich mache seit 30 Jahren niedrigschwellige Brennpunktarbeit. Ich komme eigentlich aus der Jugendarbeit, habe also sehr viele Jugendzentren geleitet, Streetwork-Arbeit gemacht, aber auch andere Facetten kennengelernt, wie jetzt Schulsozialarbeit. Und bin jetzt seit einigen Jahren wieder in Deutschland. Ich habe auch viel im Ausland gearbeitet, unter anderem in Italien, großes Jugendzentrum geleitet und auch in den Vereinigten Staaten eine Zeit lang gelebt, in Denver. Und bin jetzt seit 6 Jahren wieder zurück in meinem Heimatdorf in Köln. Habe unter anderem in Brennpunkten gearbeitet, wie Finkenberg, den viele vielleicht kennen mögen, aber auch in Chorweiler. Und natürlich auch auf dem Kölnberg 3,5 Jahre. Ich denke, der härteste Brennpunkt, den wir so haben im Moment, ja, in unserer Stadt. Und aktuell arbeite ich hauptberuflich in Düsseldorf, in der verbotenen Stadt, sagt der Kölsche. Und bin dort im Maghreb-Viertel am Arbeiten. Da geht es hauptsächlich dann auch um junge Erwachsene, Drogenmilieu und delinquentes Milieu. Und natürlich auch Jugendliche. Und die Straßenkulturszene. So, ein bisschen Hintergrund zu mir. Ich habe auch ein Flüchtlingsheim geleitet. Ich sage immer Flüchtlingscamp. Ich mag das Wort Heim nicht. Welcher Heimleiter? Campleiter war ich. Ne? So, und jetzt seit dem ersten Lock war es ja so, dass ja dann auch viele Jugendeinrichtungen geschlossen waren und gelockt waren. Und absurderweise auch Streetwork. Also sprich dann, wenn eigentlich der Bedarf am höchsten ist im öffentlichen Raum, zur Korrektur, Verhaltenskorrektur, wie Masken tragen, Maskenpflicht oder sonst was, oder einfach nur Einsichtsverhalten fördern und nicht mit Repression, sondern mit pädagogischen Mitteln ausgerechnet, dann sollten die Streetworker auch zu Hause Homeoffice machen. Die auf dem Jugendticket unterwegs waren. Gleichzeitig war die allergrößte Not, ausgerechnet bei den Ärmsten der Armen, und zwar bei den Wohnungslosen und Obdachlosen. Und da ich die Linda Rennings schon viele Jahre kenne, sehr engagierte Frau, die auch den Verein Heimatlos in Köln aufgebaut hat und dort viele Jahre nur ehrenamtlich tätig war, natürlich mit Sponsoren und Spenden gearbeitet hat, habe ich mich dann entschlossen, von der Jugendarbeit einfach rüber zu switchen in die Obdachlosenarbeit, weil das ist ja dann offiziell Erwachsenenarbeiten, die waren nicht gelockt. So, warum ich da reingegangen bin, ist ganz klar. Wenn einer massivst betroffen ist von den Downlocks und von den Locks überhaupt, dann ist es tatsächlich die Obdachlosen- und Wohnungslosen-Szene. Ich spreche immer von einem Straßenkulturmilieu, weil es sich ja aus unterschiedlichen Peergroups zusammensetzt und nicht nur Obdachlose sind. Wir haben auch viele arme Menschen, die in ganz kleinen Hundehütte leben, die dann auch gerne einen Teil des Lebens auf der Straße lieber verbringen, als wieder in der Unterkunft, wo sie vielleicht auch schon morgens wieder rausfliegen, dann da irgendwo vor der Türe abzuhocken. Gut, warum waren ausgerechnet die Obdachlosen oder sind auch wieder, wir haben ja einen neuen Lock, am meisten betroffen? Das möchte ich euch erklären und wie dramatisch die Situation auch ist. Erstens, wenn alle Geschäfte zu sind, ist es halt so, dass natürlich dann auch weniger Menschen in den Innenstädten herumlaufen, damit keiner geht shoppen, und damit fallen für viele auch die Bettelgelder weg, die man normalerweise bekommt.
Ja, also wenn nur noch der Supermarkt auf ist oder beim ersten Block noch vielleicht noch die Baumärkte, dann reduziert sich das auf wenige Menschen, die dann in den Fußgängerzonen überhaupt noch rumlaufen. Das ist das Erste, was wegfällt. Das Zweite, was wegfällt, ihr habt ja schon gesehen, dass wahnsinnig viele Menschen Flaschen sammeln. Nicht nur Obdachlose und Wohnungslose, auch verarmte Rentner, Niedriglöhner, die das nebenbei machen. Diese Flaschen, die fielen ebenfalls weg. Das war immer so das Beiwerk, was man noch hatte, um sich seine Tagesration Essen und Trinken zu besorgen. Weiteres fiel weg. Gerade beim ersten Lock war es so, dass alle sozialen Einrichtungen natürlich auch erst einmal sich Corona-gerecht umkonzipieren mussten. Das heißt, da wurde erstmal zugemacht. Die Suppenküchen waren zu. Die Hilfsangebote waren geschlossen. Die ganzen Dinge, die man normalerweise braucht im Leben, wie zum Beispiel ganz simpel, eine Toilette, ein Klo, geschlossen. Denn mit dem Schließen der Restaurants waren natürlich automatisch auch die Toiletten geschlossen. Es war ein ist, war und ist ein Riesenproblem. Übrigens nicht nur für Obdachlose und Wohnungslose. Das heißt also, dazu kommen noch verschärfende Faktoren hinzu, dass wir im gemischten Straßenkulturmilieu natürlich auch stark Drogenabhängige haben. Ich meine jetzt nicht den kleinen Kiffer. Der kriegt kein Töcki, wenn er seinen Stoff nicht bekommt, sondern wir sprechen auch von stark heroinabhängigen Menschen. Und jetzt kommt's. Mit dem Lock kam auch kein Heroin mehr über die Grenze. Und das heißt, wir hatten also sehr, 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 sehr viele stark Drogenabhängige, die liefen regelrecht wie Zombies in der Innenstadt rum, weil sie keinen Nachschub mehr an Drogen hatten. Und das machte insgesamt eine ganz, ganz dramatische Situation für die Wohnungslosen. Das heißt, es war also eine große Angst dort, weil man wusste ja gar nicht, wie es weitergeht. Dazu kam, dass parallel natürlich das, was wir jetzt zum ersten Mal seit den weiteren Verschärfungen als normale Bürger auch mal erleben, dass mal ein Polizist einem auf der Einkaufsstraße mal, bitte ziehen Sie doch mal die Maske hoch. Jetzt ist es aber, oder wie wäre es, wenn Sie denn bitte alle zu Hause bleiben, statt auszugehen? Und Obdachloser hat kein Zuhause, der wohnt da. Das heißt, er hat auch Freunde. Und das sind meistens dann so kleine Gruppen von Menschen, die sich untereinander auch auf der Straße solidarisch gegenseitig stützen. Das hat auch Sicherheitsaspekte. Ja, also gemeinsam Platte machen, sagt man dazu. Dann ist das eben mal so eine eingeschworene Truppe, die mit 5 Leuten beispielsweise unter einer bestimmten Brücke oder an einer Baustelle oder versteckt im Park dann gemeinsam Platte macht, sprich dort schläft, ihr Lager hat. Das schützt sie wiederum vor Kriminellen oder Durchgeknallten, die was gegen Obdachlose haben und alle möglichen Gewalteinflüssen, indem man einfach hier die Gruppe als Schutz hat. Und die hat hier und da sogar eine Art Familienersatz, ist das. So, und jetzt kommt dann die Repression, Kontaktverbote. Wenn man sich das mal dann angeschaut hat in der Praxis, war es doch nicht so, dass dann die bürgerlichen Kreise von der Polizei und Ordnungsämtern angesprochen worden sind, von wegen halten Sie mal ein Kontaktverbot oder dieses oder jenes, so ziehen Sie mal die Maske an. Nein, es waren vor allem im öffentlichen Raum die Randgruppen, die in den Fokus geraten sind. Das ist das weiche Ziel. Ja? Das führte dann dazu, dass man auch die Gruppen auseinandergetrieben hat unter Strafandrohung, also Knirschen. Ja? Und wenn man als Mensch, der mittellos ist, eine Anzeige bekommt mit einem Knirschen, dann hat das meistens in der Weiterentwicklung des Amtsvorgangs zur Folge, dass man im Gefängnis landet. Ich erkläre euch auch, warum.
Wir kennen das ja schon bei den Schwarzfahrern. Wir haben wahnsinnig viele Schwarzfahrer, die heute im Knast sitzen, weil sie gar nicht das Geld hatten, das Knirschen zu bezahlen. Und dann kamen die Mahngebühren dazu und. In Folgewirkung heißt das dann ersatzhaft. Zweifel noch Sozialstunden. Bei den Obdachlosen verschärft sich das Problem aber noch. Denn die haben meistens gar keine Meldeadresse. Das heißt, in dem Moment, wo ich einem Obdachlosen eine Anzeige erteile, weil er, was weiß ich, die Maske nicht richtig im Gesicht hat oder vielleicht das Kontaktverbot nicht eingehalten hat, dann bekommt er die Anzeige, aber der hat gar keine Meldeadresse. Insofern kommt auch die Post nicht an. Es sei denn, er hat doch irgendwo sich bei einer sozialen Träger eine Meldeadresse besorgt. Aber das tun nicht alle. Und eine Post, die nicht ankommt, die man nicht versenden kann, führt dann automatisch in Folgewirkung irgendwann, Mahnung, 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 wohin mit der Mahnung, haben wir nicht, zum Haftbefehl. Das heißt, man sucht dann den Sünder per Haftbefehl, und wenn er dann irgendwann in eine Kontrolle hineingerät, was dann irgendwann auch stattfindet, dann wird er gleich festgenommen und dann geht es dann ab in den Knast, wenn er den Betrag nicht zahlen kann. Nur die wenigsten Obdachlosen haben mal eben so mal 100 Euro mal auf dem Konto, wenn sie überhaupt ein Konto haben. Es gibt noch weitere Probleme, die mit den Loks einhergehen. Wir alle heute hier, wir sind privilegiert. Wir haben Internet. Wir haben vielleicht unseren Laptop hier vor uns oder wir haben unser Handy, Selbstverständlichkeiten. Und wir sind auch noch geschult im multimedialen Umgang mit dieser Technik. Ein Obdachloser, wenn er denn überhaupt ein Handy hat, hat er, wenn vielleicht, eine Prepaid-Karte drauf, aber mit Sicherheit kein Flatrate, um mal eben online alles Mögliche zu erledigen. So, und jetzt ist es natürlich so, dass im Zuge von Corona in Köln beispielsweise drei Viertel der Belegschaft ist im Homeoffice bei der Stadtverwaltung. Das heißt, man hat vieles von der Präsenz reduziert und so, dass wir viele Dinge nur noch online erledigen können. Selbst Hartz-IV-Empfänger, die jetzt da reingeschubst werden als Solo-Selbstständige, die eine Grundsicherung beantragen müssen, müssen das jetzt per Online machen. Oder auch viele Anträge, die man vielleicht braucht als Mittelloser, um mal eben doch mal schnell zu Geld zu kommen, geht nur online, bis hin zur Terminierung. Ja. Und damit ist jemand, der kein Handy hat, sich vielleicht technisch auch gar nicht auskennt, vielleicht sogar noch eine Sprachbarriere hat, weil er Migrationshintergrund hat. Wir haben viele im Moment mit Migrationshintergrund auf der Straße, der ist völlig aus dem Rennen. Ihr versteht also die Dramaturgie. Wenn es verschiedenste Gruppen in der Gesellschaft gibt, die unter den Loks jetzt leiden, Solo-Selbstständigen, Restaurantbesitzer und so weiter, dann hat das schon eine dramatische Auswirkung für die Existenzen dieser Menschen. Aber wir müssen noch mal niedrigschwelliger denken. Da sind schon welche, die waren schon am Existenzminimum und selbst dieses Existenzminimum war nicht mehr gewährleistet. Das heißt, das Minimum, was sie brauchen, überhaupt zu essen, zu trinken und Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Mal gerade meinen Kaffee trinken. So. Wir sind dann also im Streetwork-Bereich in die Szene reingegangen. Haben in erster Linie mal Nothilfe, zur ersten Linderung der Hilfe, einfache Hilfspakete geschnürt. Dazu zählte zum Beispiel Seife, Zahnpasta, Masken natürlich auch und Essen, Trinken, aber auch Hundefutter. Wir haben ja viele Obdachlose, die haben auch Hunde. Wir sind hier wieder beim Schutzfaktor. Auch der Hund ist nicht nur ein guter Freund und Begleiter, sondern er ist für jemanden, der vielleicht auch ein Einzelgänger ist, als Obdachloser immer auch im Schlaf, beim Schlafen ein guter Schutzfaktor.
Und insofern haben wir sehr viele Obdachlose mit Hunde, für die es übrigens dann keine Notschlafstellen gibt. Auch, ich glaube, es gibt eine, die sie auch einen Hund mitnehmen dürfen. Aber ansonsten sind Hunde nicht erlaubt in den Notschlafstellen und wer gibt schon seinen Hund ab? Ne? Das ist ja wie so ein Kind. Ne? Und ja, also das gehörte auch zu der Nothilfe, die wir erstmal geleistet haben. Wir sind mit dem Bollerwagen, sind wir dann am Wiener Platz, sind wir eingestiegen. Wir haben uns sehr stark auf den Wiener Platz konzentriert. Warum? Wenn man in ein Milieu einsteigt, ist es eine Vertrauensarbeit, die man erstmal leisten muss. Normalerweise geht der Staat hin bei Randgruppen, die ihm nicht gefallen im öffentlichen Raum und reagiert mit Repression. Also Polizei, Ordnungsamt, Vertreibungspolitik. Wir im Streetwork-Bereich, wir arbeiten mit pädagogischen Mitteln und versuchen zu helfen. Das Helfen hat verschiedenste Ebenen, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Fakt ist, wir sind dann einfach erst einmal mit den Hilfsgütern am Wiener Platz und dem ganzen Umfeld herumgegangen und haben uns auch sehr stark darauf konzentriert, warum wir müssten erst einmal Beziehungsarbeit aufbauen. Erst einmal die Beziehung mit dem Klientel herstellen, denn erst dann kommen wir in die Ebene hinein des Vertrauens und über das Vertrauen kommen wir auch an Informationen heran, die wir brauchen, um auch wirklich weiterführende Hilfen geben zu können und vor allem auch die kleinen Geheimnisse der Szene zu kennen. Und einer der wichtigsten Geheimnisse in der Winterzeit, jetzt wo es kalt ist, wo sind eure Schlafplätze? Bitte sagt uns das, warum? Wir müssen schauen, dass keiner von euch erfriert. Wir bringen auch Decken, wir bringen auch Schlafsäcke, ja? Denn wir hatten ja nun den Fall, dass ein Obdachloser in der Stadt jetzt schon gestorben ist. Er ist einfach erfroren. Dann zusätzlich die Szene natürlich sensibilisieren, auch untereinander ein bisschen auf sich aufzupassen, gerade während der Winterzeit, ist ein ganz wichtiger Auftrag für uns im Moment. Warum? Denn selbst wenn Sie den Schlafsack und die Decke und das Bettchen und den Rückzugsraum haben, kann es sein, dass Sie je nach Zustand, je nach Rauschzustand, erst einmal nicht viel merken und sich nicht richtig betten und dann im Rausch erfrieren. Wir gehen inzwischen davon aus Insiderkenntnissen, dass das mit dem Obdachlosen auch passiert ist, der hier gerade verstorben ist. Der war am Mauritiuswall, hatte er durchaus seinen Schlafplatz. Da waren auch Decken, aber er war nicht zugedeckt. Ich vermute mal, er ist im Rausch eingeschlafen und war am nächsten Tag einfach tot. Auch ist es für uns wichtig, die informellen Treffpunkte kennenzulernen, weil auch bei Obdachlosen ist es oft so, dass wie bei Tieren, die verletzt sind, ja, sie ziehen sich zurück. Und wir haben mehr als einmal in diesen Rückzugsräumen auch Menschen gesehen, die sehr, sehr krank waren. Als letztes jetzt zum Beispiel, letztes Samstag, haben wir einen Obdachlosen kennengelernt, der hatte eine schwerste Handverletzung. Da war der Handballen hier aufgeschlitzt, aber richtig aufgeschlitzt. Der wurde wohl auch mal kurzfristig behandelt, aber hat sich dann nicht mehr darum gekümmert. Es war eine maximale Entzündung und jetzt, ihr glaubt mir, es glaubt oder nicht, der Daumen fing bereits an abzufaulen. Auf der anderen Seite seiner Hand hatte er eine weitere große Verletzung. Sie sah aus wie eine Brandverletzung. Wir können es nicht verifizieren, aber darauf aufbauend, eiternd, entwickelte sich schon eine Blutvergiftung. Wären wir nicht zusammen, wir haben eine Sanitäterin dabei, die ist ausgebildet, nicht an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt da gewesen, wäre dieser Mann nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er hätte selber die Dramaturgie seiner Situation nicht verstanden. Und vor allem hatte er eine hohe Sprachbarriere. Er sprach weder Deutsch noch Englisch, sondern nur Polnisch. Und wir mussten halt ein bisschen improvisieren mit Handsprache und Mimik, aber eben auch natürlich erste Hilfe leisten durch die Sanitäterin. Und dann haben wir noch so eine WhatsApp, nicht WhatsApp, so eine App gehabt auf dem Handy, wo wir auf Deutsch, auf Polnisch übersetzen konnten, was jetzt passierte. Und nur weil wir diesen Mann auch kannten vom Sehen, hatte er genügend Vertrauen, sich von uns überreden zu lassen, vom Krankenwagen, einen Krankenwagen zu rufen und ins Krankenhaus zu gehen.
Das ist nicht selbstverständlich. Das Misstrauen bei Menschen, die so aus der Gesellschaft herausgefallen sind, gegenüber jeder Art von öffentlichen Institutionen und Einrichtungen ist sehr, sehr groß. Vor einiger Zeit hatten wir auch einen Junkie, der ist kollabiert in seinem Rückzugsraum, in seinem Bett. Der schäumte also von dem Mund, er defitrierte. Und da musste unsere Sanitäterin ebenfalls Nothilfe leisten. Und der Mann wäre da auch verstorben, weil er war ja für die Öffentlichkeit gar nicht einsehbar in seinem versteckten Rückzugsraum, dass er da ja, am Sterben war. Auch hier konnten wir dann den Krankenwagen noch rechtzeitig besorgen. Insofern ist diese Vertrauensebene zur Szene unheimlich wichtig. Ein weiteres großes Problem, das muss man nochmal besonders betrachten, ist Obdachlosigkeit von Frauen und Mädchen. Da haben wir auch eine Altersdiskrepanz zwischen jungen, fortgelaufenen 15-jährigen, pubertierenden Mädchen bis hin zu älteren Frauen, die obdachlos sind. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist keine Toilette. Sind wir noch mal ehrlich, wir Jungs, wir pinkeln irgendwo in die Ecke und sind wieder weg. Die Mädels haben es dann nicht so einfach. Dazu kommt noch, wenn sie ihre Tage haben zum Beispiel, dass ja dann auch, dass auch hygienisch im Griff gehalten werden muss. Und wenn dann keine Toiletten weit und breit sind und man sich auch nirgendwo zurückziehen kann, ist das ein ernsthaftes Problem. Dazu kommt, dass Frauen und Mädchen natürlich auch der Situation ausgeliefert sind, dass gerade Männer mit Wohnungen sie gerne mehr oder weniger ansprechen, ob sie nicht bei ihnen schlafen möchten. Also im Prinzip Schlafplatz gegen Sex. Das ist keine Seltenheit. Das ist keine Seltenheit. Das erleben wir oft, dass die Frauen sich sozusagen für kurzfristige Schlafplätze prostituieren. Und auf der anderen Seite haben wir nicht genügend Angebote für Frauen und Mädchen, die spezifisch auf Frauen ausgerichtet sind in Notschlafstellen, sodass die Frauen dorthin gehen. Insgesamt, also gerade mit Blick auf Frauen und Mädchen, nochmal eine zusätzlich dramatisierte Situation. Das fängt beim Pipi-Machen an und endet dann für alle Geschlechter. Statt auf die Toilette zu gehen, im Park zu kacken oder irgendwo in die Häuserecke. Erleben wir im Moment, muss man sich wirklich vorstellen. Die weiterführenden Hilfen. Gut, jetzt verteilen wir ein paar Decken, dann kriegst du ein bisschen Zahnpasta, kriegst du warmes zu essen, was wir auch immer regelmäßig mitbringen. Andere Hilfsgüter, wie mal eine Jacke auf Anfrage, so wenn spezifische Wünsche da sind, was man erfüllen kann. Damit ist es aber nicht getan. Ja? Eigentlich handelt es sich ja hier um eine Pflichtaufgabe der Gesellschaft. Und diese Pflichtaufgabe der Gesellschaft der Grundversorgung wird in vieler Hinsicht hier dem Ehrenamt überlassen. Also einer Willkür, ob es überhaupt stattfindet oder nicht. Das finde ich schon ziemlich skandalös. Wenn wir natürlich dann von der Verwaltung oder von der Stadt hören, ja, wir hätten doch genug Schlafplätze, Notschlafstellen. Das stimmt so nicht. Es sind zu wenige. Und vor allem, oft sind sie zu hochschwellig. Wir haben es mit Menschen oft zu tun, die sind seit vielen Jahren aus der Gesellschaft herausgepurzelt, herausgefallen. Es ist auch schwierig, die wieder in normale Strukturen einzubinden, wenn sie das überhaupt wollen. Und wenn sie das wollen, geht das nur Schritt für Schritt. Das bedeutet, du musst den Menschen erstmal so annehmen, wie er ist. Wenn du von vornherein dein Angebot mit allen möglichen Regeln und Überreglementierungen und möglicherweise noch nach wertkonservativen Vorstellungen überfrachtest, dann ist er damit überfordert und nimmt das Angebot nicht an. Deshalb haben wir trotz durchaus vieler Notschlafstellen nicht ausreichende, aber trotzdem sehr viele sogenannte Camper. Das sind Leute, die diese Angebote einfach nicht annehmen.
aus den unterschiedlichsten Gründen. Mit dem Hund, das habe ich euch ja schon erklärt. Aber es kann auch sein, dass er sagt, wenn ich da reingehe, dann muss ich wahnsinnig weit fahren mit der Bahn oder sonst was, weil viele dieser Notschlafstelle außerhalb der für sie wichtigen Bezugsquellen für Einnahmen ist, und zwar eben da, wo Fußgängerzonen sind oder sonst was oder Innenstadt, aber die Notschlafstelle ist irgendwo auf der anderen Rheinseite, ganz weit weg, müsste er jetzt in die Bahn steigen, Fahrschein hat er nicht. Möglicherweise hat er noch seinen ganzen Rucksack, einen sogenannten Haushalt dabei, vielleicht auch mit einem Einkaufswagen davor. Wie kommt er denn dahin? Es kann also einmal sein, dass es viel zu weit weg ist. Das zweite kann sein, dass er sagt, da werde ich geschlagen oder ich habe da nur Ärger mit den Leuten und jetzt zu Corona möchte ich da erst recht nicht hin. Das ist ein weiterer Grund. Aber er kann auch sagen, ja, was bringt mir das denn? Dann muss ich da pünktlich um 6 Uhr abends sein. Und dann werde ich morgens um 6 schon wieder rausgeschmissen. Ja, und dafür ist das, also das Angebot hört sich ja erstmal nett an, aber Aufenthaltsqualität gleich null. Einfach null. Da kommt es dann zu solchen Geschichten wie ein Interview mit der Oberbürgermeisterin zu Corona vor ein paar Tagen von dem Nachrichtenmagazin Monitor, kennt ihr alle, kritisches Politmagazin, fragte dann Frau Reker, inspiriert auch von mir, ließ sich dann fragen, was sie denn davon hält, dass dann Obdachlose in dieser Kälte morgens schon wieder rausgeschmissen worden sind. Dann sagt dann der Oberbürgermeister, das ist doch normal, wir alle müssen doch morgens aus dem Bett. Ich brauche euch jetzt nicht zu erläutern, wie Frau Oberbürgermeisterin den weiteren Tag verbringt. Ihr könnt euch vorstellen, dass mich sowas natürlich sauer macht. Weil einfach immer noch in dieser Gesellschaft die eigentliche Situation der Schwächsten, der Ärmsten nicht wirklich in ihrer Dramaturgie wahrgenommen wird. Und dann kommt es dann zu solchen Aussagen. Ne? Bis hin zu perfiden Aussagen, wenn du einem Obdachlosen Geld gibst, dann geht er sich was zu saufen kaufen. Und selbst wenn er es täte. Also das ist so ein bisschen der Alltag, den wir erleben. Und wir haben allerdings mit HEK, mit Heimatlos in Köln, sind wir keine Suppenküche. Das ist mir wichtig in der Erklärung dessen, was wir machen. Die Hilfsgüter, die wir verteilen, auch mal Essen, ist sozusagen die Brücke. Das machen wir. Wir sind aber keine klassische Suppenküche, die das jetzt jeden Tag macht. Und auch, wo man jetzt sagen kann, ja, jedes Mal, wenn die kommen, haben die was zu essen dabei. Oder mal Rewe-Gutscheine für 10 Euro, wo sie wirklich kaufen können mit dem, was sie wirklich wollen, weil wir Sponsoren haben, die uns die sponsern. Und es ist ja auch schön, mal einem Menschen wieder Selbstverantwortung, Selbstentscheidung zu überlassen. Wenn man sagt, du hast einen 10-Euro-Gutschein von Rewe, kauf dir, was du möchtest. Da freuen die sich. Aber wie gesagt, mit all dem, was wir bis jetzt, was ich euch bis jetzt beschrieben habe, habe ich noch keinen Obdachlosen von der Straße, habe nur erst einmal Hilfe geleistet, aber für weiterführende Hilfen muss man mehr tun. Denn wir haben dort auch durchaus Menschen, die auch resozialisierbar sind und eigentlich nur auf eine Chance warten, wenn sie denn eine bekämen. Nur sich wieder zurückzukämpfen in die Gesellschaft ist sehr, 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 sehr schwer. Und das nicht nur für Obdachlose oder Menschen, sagen wir mal, ohne Ausbildung oder mit Sprachdefiziten. Versucht ihr doch mal auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung zu kriegen. Ihr wisst selber, wie schwer das ist. Und wenn man dann noch keine Amtshilfe bekommt, dann wird es richtig schwer. Insofern sind wir auch aufgefordert in unserem Job über die Beziehungsarbeit, über die Vertrauensarbeit, die wir leisten, natürlich auch sogenannte Clearing-Gespräche zu machen. Wir Streetworker sind ja nur Brückenbauer. Ich bin kein Fachmann für Asylrecht. Ich bin auch kein Fachmann für Hartz IV. Ich weiß vieles aus den verschiedensten Bereichen, in Anbindung zu meinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen, die in den beratenden Diensten tätig sind. Aber in letzter Konsequenz bin ich nicht der Fachmann dafür. Ich versuche in den Gesprächen mit den Obdachlosen herauszufinden, wo ist denn dein Problem? Was möchtest du? Wie kann ich dir helfen?
und versuche dann durch die Vermittlung an weiterführende soziale Dienste oder auch mal eine kurzen Begleitung. Das heißt, ich mache ja keine Einzelfallbetreuung, wo ich jetzt einen einzelnen Klienten habe, den ich längere Zeit begleite eng, sondern ich kann aber durchaus im Streetwork-Bereich mal sagen, der braucht jetzt mal 3 Tage intensiv meine Begleitung zu verschiedenen Ämtern, damit die den Mann A mal zur Türe reinlassen, B mal ernst nehmen und C, ich stellvertretend mit meinem begrenzten Fachwissen in bestimmten Bereichen, aber dennoch mal auf den Putz hauen kann und sagen kann, doch, das und das und das und das und das und das kann der Mann von euch verlangen. Warum habt ihr ihm das bis jetzt nicht gegeben? Es können ganz einfache Dinge sein, wie dass der Mann einfach glaubt, er könnte nicht zum Arzt gehen, weil er nicht krankenversichert ist. Doch, wir haben Gott sei Dank Ärzte, die auch ohne Krankenversicherung Obdachlose behandeln und wir haben auch Krankenhäuser, die verpflichtet sind, dann eben auch Hilfe zu leisten. Und in manchen Ämtern muss man dem Sachbearbeiter eigentlich nur darauf aufmerksam machen, wo die Rechtslage tatsächlich liegt und nicht so, wie er sie sich zurechtdichtet. In dem Falle sind wir als Streetworker dann mit an Bord und versuchen, weiterführende Hilfen zu geben, Informationen zu geben, wo ist die nächste Notschlafstelle. Da ist ein Brief von der Polizei, wie gehst du damit um? Was machen wir jetzt mit dem Knöllchen, damit er zum Beispiel nicht im Knast landet? Kriegen wir vielleicht eine Stundung dahin? Ja? Oder wir telefonieren mal mit dem Jobcenter und fragen, kriegen wir denn mal einen Termin? Und ich brauche mal einen etwas sensibleren Mitarbeiter, denn Menschen, die schon lange Zeit ganz aus der Gesellschaft heraus sind, die muss man auch mit einer gewissen Sensibilität bearbeiten, sonst gehen die gleich wieder laufen. No? Und wir haben ja noch so systemisch so ganz perfide Geschichten da laufen. Also ich bringe mal ein Beispiel, nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe. Ich treffe einen Obdachlosen, eigentlich einen Mann mittleren Alters. Körperlich ist er gesund. Der sammelt den ganzen Tag Flaschen und nebenbei ein bisschen Schrott. Da kann man ein Straßenschild fehlen, kann man irgendwo ein Kabel fehlen, Kupfer, gibt gut Geld für Kupfer. Jetzt ist er mehrmals erwischt worden und schon wieder, der Richter hat gesagt, so du, das geht nicht mehr. Ne? Kleiner Eierdieb, aber am dritten Mal ist dem Richter dann auch, platzt ihm dann auch irgendwann die Hutschnur und sagt, du kannst so nicht leben, das ist kriminell, was du machst, das ist halbwert. Okay. Jetzt habe ich den im Gespräch soweit, dass ich sage, pass auf, du musst dein Leben ändern. Wir müssen irgendwie mal versuchen, dich hier auf die Füße zu stellen und das Ganze auf eine legale und offizielle Weise zu tun. Dann kostet mich Engelszungen, den Mann zu überzeugen, mit mir zum Jobcenter zu gehen und sich mal offiziell arbeitslos zu melden. Gut, habe ich den soweit, habe vielleicht noch einen guten Sachbearbeiter, der weiß, mit was für einer Art von Kundschaft ich zur Türe reinkomme. Und wir machen sozusagen, melden ihn offiziell damit arbeitslos und alles super. Und der erste Brief ist dann, den man kriegt. Man kann ja auch Meldeadressen einrichten in verschiedenen obdachlosen Einrichtungen, wo man dann die Post hinkommen lassen kann, wenn man keine Meldeadresse hat. Und dann kommt der Brief. Der erste Brief ist dann der vom Jobcenter, Beratung und so weiter. Nächster Termin und dann die ganzen natürlich auch Bedrohungssätze, die mal drunter sind, die kennt ihr ja, ne? Wo man dann, wo man selbst als Deutscher 5-mal den Satz lesen muss, bevor man ihn überhaupt verstanden hat. Aber der zweite Brief, der ist wichtiger. Der kommt nämlich dann von der Krankenkasse. Und da wird der Mann gefragt, wo waren Sie in den letzten 5 Jahren? Ihr wisst alle, dass es eine Krankenversicherungspflicht gibt in unserer Gesellschaft. Und die Krankenkassen, die sind gnadenlos. 5 Jahre rückwirkend verlangen die dann von dem Mann die Krankenkassenbeiträge zurück. Der Mann ist ab diesem Tag überschuldet. Die Krankenkassen haben auch gar kein Problem damit, den Kaskofirmen zu beauftragen, zu schauen, ob sie wo sein Geld herbekommen. Faktisch, Kraft der Anmeldung, Kraft der offiziellen Existenz, die ich ihm wieder zukommen habe lassen, im Glauben, ich tue ihm was Gutes, ist der Mann ab dem Tag überschuldet. Lasst euch das mal einfach auf der Zunge zergehen, wie unser System da arbeitet.
Und deshalb, nicht seit gestern, sage ich, es hat 16 Jahre gedauert. 16 Jahre gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht mal festgestellt hat, dass zum Beispiel hundertprozentige Sozialleistungen, die Kürzung von 100%, hundertprozentige Kürzung von Sozialleistungen verfassungswidrig ist. 16 Jahre haben sie dafür gebraucht, um das festzustellen. In der Zeit haben sehr, sehr viele Menschen ihre Wohnungen verloren. Keine Wohnung, keine Arbeit, keine Arbeit, keine Wohnung. Wir haben also auch sehr viele Obdachlose, die sehr gut auch sich wieder in das System integrieren ließen, wenn man ihnen eine echte Chance gibt, ein echtes Angebot macht. Nur daran mangelt es. Vor allem, wir haben ja eine Situation, wo man trotz Arbeit arm ist und mit diesen Niedriglöhnen es ja gar nicht funktioniert, die Wohnung zu finanzieren und sein Leben. Man ist ja dann automatisch in den sogenannten ergänzenden Sozialleistungen wieder drin, macht sich also wieder nackig vom dem Staat und wehe dem, du verdienst irgendwo noch nebenbei ein bisschen was zu viel, das wird dir bis auf 180 Euro alles wieder abgezogen. Das ist sozusagen so ein Armutsknast. Und da brechen uns sehr viele Leute aus, weil sie sagen, dann tue ich lieber gar nichts, will ich von euch auch nichts. Erschreckend dabei ist, dass wir das bei sehr vielen jungen Leuten haben, und zwar unter 25. Die Jugendlichen, so werden sie bezeichnet, einerseits mit 18 dürfen sie wählen, aber wenn sie was erwarten vom Jobcenter, dann sind sie erst mit 25 voll akzeptierte Bürger. Also mitten im Leben, jung, du willst was anderes erreichen. Bist aber dort bloß behandelt wie ein kleines Kind. Hast auch gar keine Forderungsmöglichkeit, Wohnraum zu bezahlen. Es sei denn, du bist schon der Härtefall, obdachlos. Und da musst du mit sehr viel Tricks arbeiten. Und gerade bei jungen Menschen, wenn der da mal einen Termin nicht eingehalten hat, da haben die massiv sanktioniert. Ja, mit gleich, bam, hundertprozentig Sozialleistungen gekürzt. Und viele sind dann abgedriftet in die Drogenkriminalität, auch in die Obdachlosigkeit, weil sie vielleicht mit Papi und Mami längst nicht mehr klarkamen und wollen auch keinem auf den Keks gehen und sind dann einfach irgendwann da abgeglitten in die Obdachlosenszene. Haben wir viele bei, junge Leute. Dazu kommt auch gerade bei jungen Leuten unter 25, selbst wenn sie gar mal den Schulabschluss nicht geschafft haben oder als Flüchtling oder als Migrant hier gelandet sind bei uns und Lebensweg war nicht so ideal, es war halt der Schulabschluss nicht da, keine Ausbildung, möchten aber gerne arbeiten gehen. Und gehen dann im Niedriglohnsektor, habe ich mehrere Fälle, junge Leute mit Eltern, die hier wohnen, die Eltern sind abhängig von Transferleistungen, sind dann arbeiten gegangen und freuten sich schon zum ersten Mal in ihrem Leben auf ein Gehalt. 40-Stunden-Woche, knallhart, was weiß ich, Mülltonnen schleppen. Denn die Stadt Köln stellt ja auch über Zeitarbeit um die Mülltonnen, die Müllmänner inzwischen ein, für Mindestlohn. Schleppt er dann zum Sommer, vor 3 Jahren war das, wo der heiße Sommer war, ich habe den Fall noch vor Augen, der Junge, der ging dann wirklich knallhart Mülltonnen schleppen für den Mindestlohn und freute sich zum ersten Mal in seinem Leben am Ende des Monats auf ein Gehalt von 1100 und so ein paar gequetschte. Das war für den, wäre das ein Riesending gewesen. Hat noch nie Geld in der Tasche gehabt. Was passierte? Da die Eltern von Transferleistungen abhängig sind, haben die dem Jungen, also insgesamt der Familie, das als Bedarfsgemeinschaft angerechnet und haben bis auf 180 Euro alles wieder abgezogen. Das ganze Gehalt war also weg. Dass solche jungen Leute dann irgendwann aussteigen, ausflippen, und einfach auf die Straße gehen und sagen, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken oder auch kriminell werden oder eben in der Depression landen, Drogen brauchen und so. Das ist für mich nichts, was mich verwundert. Wir haben ein systemisches Problem, das produziert viele Obdachlose und vor allem Armut. Und ohne Moos nichts los, haben wir früher gesagt, so die 68, und ich bin so ein Zögling davon. Und das gilt heute auch noch. Was im Kapitalismus motiviert wird zu tun, ist halt, dass man davon leben kann. Und zwar so leben kann, dass man nicht immer ständig trotzdem noch in der Bittstellerrolle ist. Denn es ist auch ein Märchen zu glauben, dass da bei den Obdachlosen nur alles bildungsferne Bürger werden darf oder Menschen, die, sagen wir mal, keine Kultur hätten. Doch, da finden wir auch sehr viele Leute, die sehr wohl sehr kultiviert sind und auch sehr bewusst über das Gesellschaftssystem reflektieren und eine Abwägungsentscheidung treffen.
Ich sage dann mal, im Zweifelsfalle auch für sich selbst aus der Armut heraus neoliberale Abwägungsentscheidung. Also bevor ich mich hier ausbeuten lasse und auch noch in dem System, im Hamsterrad drin sitze, wo ich nichts von habe, dann bleibe ich lieber draußen. Finden wir auch. Ja, das ist die Situation. Und unsere tägliche Arbeit besteht jetzt darin, dann eben zu versuchen, trotzdem Wege zu finden, den einen oder anderen wieder auch zum Wohnraum zu verhelfen oder zur Arbeit zu verhelfen oder auch mal zu einer Drogentherapie oder zu helfen, dass sie im Knastaufenthalt abgewendet wird, ja. Zu schauen, dass wir gerade für Mädchen und Frauen sie besonderen Augenmerk darauf haben, dass sie irgendwo eine Unterkunft bekommen und nicht dieser Verprostituierung für Schlafplatz ausgesetzt sind, mit ständig wechselnden Geschlechtspartnern aus der Not heraus oder auch Belästigungen und auch Vergewaltigungen ausgesetzt sind. Das sind Dinge, die wir versuchen in der Prävention mit unserer Arbeit zu leisten. Allerdings sage ich auch, wir machen gerade mal Schadensbegrenzung. Dafür sind wir viel zu wenige, die in der mobilen sozialen Arbeit tätig sind. Und die Hilfesysteme, habe ich eben beschrieben, die haben eine Menge Fallstricke, in denen ja jetzt übrigens auch viele Solo-Selbstständigen reinfallen. Wir werden mehr Obdachlose bekommen, davor mahne ich. Bis jetzt ist das öffentlich noch nicht durchgedrungen, aber stellt euch vor, der Solo-Selbstständige oder der Kleinwirt, der wird jetzt bankrott durch diese Loks. Die Gelder kommen nicht an oder die Gelder sind falsch. Die Corona-Hilfen nicht richtig auf die Problemlage angepasst, weil man gar keine Betriebskosten hat, sondern davon seinen eigenen Lohn bezahlt hat. Und auf einmal muss er dann zur Grundsicherung, also sprich zu Hartz IV, weil der hat ja vorher gar kein Arbeitslosengeld bezahlt. Der ist also ab dem ersten Tag Hartz IVler. Und dazu zählt eben auch, dass Bedarfsgemeinschaft von vornherein angerechnet wird und dazu zählt eben auch Vermögen. Im Moment haben sie Vermögensfragen ausgeklammert, aber wer hat schon von den kleinen Solo-Selbstständigen überhaupt Vermögen? Aber eben auch, dass Wohnraum nur eine bestimmte Größe haben darf, um damit das Jobcenter das bezahlt. Dann sagt das Jobcenter, nö, suchen Sie sich was Kleineres. Und nichts ist schwieriger als in unserer Stadt kleinen, billigen Wohnraum zu finden. Das heißt, dem bricht sein ganzes Lebensmodell zusammen. Vielleicht hatte der vorher noch einen Leasingvertrag für sein Auto, vorher lief sein Laden ja gut. Ja, oder hat irgendwie noch die Versicherung am Laufen. Der kommt da auch gar nicht so schnell raus aus den Mietverträgen, die er vielleicht hatte. Das heißt, der ist nicht nur ab dem Tag in Hartz IV verarmt, sondern der muss auch noch die Privatinsolvenz ankündigen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die nächste Zeit als Folgewirkung der Loks noch viel mehr Obdachlose oder Wohnungslose bekommen. Wir unterscheiden zwischen obdachlos und wohnungslos, weil es gibt ja Menschen, die haben keine Wohnung, die sind Sofahopper. Wir haben ja eben von den Mädels schon gesprochen, die von Freier zu Freier laufen, aber eben auch männliche Obdachlose, die dann eben mal beim Kumpel da, beim Kumpel hier oder wo auch immer mal wohnen. Aber das ist auch keine dauerhafte Lösung. Oder in Heimen, wo sie dann keine Tagesaufenthaltsqualität haben, was ja auch dann auch keine langfristige Perspektive ist. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Eindruck von der multiplen Problemlage gegeben, die wir vorfinden auf der Straße und ein bisschen live erzählt, was wir da so erleben und natürlich auch Gewaltdelikte, weil oft haben wir natürlich auch dann, gerade im Drogenbereich, haben wir natürlich dann auch Konflikte, die manchmal auch mit Messern ausgetragen werden. Wir sind da auch nicht immer. Ja, also es ist auch ein Job mit Risiko. Man muss schon wissen, wie man sich da bewegt. Man muss da schon ein Standing haben in der Szene und man muss genau wissen, wie man dort in die Kommunikation reingeht. Bis dahin, ihr seid dran. Dankeschön.